Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video Polyrhythmik am Schlagzeug 3 gegen 4. Die folgenden Beispiele stammen aus meinem Schlagzeuglehrbuch The Drum Book aus dem Kapitel 13.1. Und zwar geht's los mit einer Unabhängigkeits- und Koordinationsübung. Wir haben einen Takt mit 16. Noten, bedeutet wir haben 16 Möglichkeiten zu schlagen und spielen mit den Füßen Vierergruppen. Rechts, rechts, links, links, rechts, rechts, links, links. Mit den Füßen aufgeteilt auf Bassdrum und Fuß-Hi-Hat. Und mit den Händen spielen wir Dreiergruppen oben drüber. Wie viele Dreiergruppen passen rein in diesen Takt? 5 Stück, eine Note, eine Zählzeit bleibt übrig. Das ist dann quasi eine Einergruppe oder ein Einzelschlag. Also haben wir mit den Füßen 4 Vierergruppen zu spielen und mit den Händen 5 Dreiergruppen und eine Einergruppe, damit das in den Takt passt. Und dann geht es von vorne wieder los. Bei der ersten Übung spielen wir komplett 16. Noten. Bei der zweiten Übung werden die Füße quasi auf Achtel reduziert. Und bei der dritten spielen wir Viertelnoten mit den Füßen. Aber alles mit dem Grundcharakter der Double Strokes. Die Noten blende ich nochmal ein. Viel Spaß damit. Das war die sogenannte Aufwärmung, Koordination, Unabhängigkeit, Mitzählen, Schritt für Schritt anfangen. Bei den folgenden Übungen präsentiere ich die Anwendung von diesen polyrhythmischen Verschiebungen. Und zwar spielen wir die Dreiergrüppchen zwischen Bassdrum und Snare. Und auf dem Becken oder auf anderen Begleitinstrumenten spielen wir erst Viertelnoten, Achtelnoten, Sechzehntelnoten, dann die gebrochenen Sechzehntel, die man aus dem Funk kennt, und zum Schluss das Ganze nochmal in einer Swingform als triodisches Beispiel. Hinzu habe ich noch die Fuß-Hi-Hat als Offbeat mitgetreten, damit die ganze Sache noch ein bisschen farbig untermalt wird und damit wir vor allem auch wieder hier mit allen 4 Gliedmaßen vorankommen und uns dementsprechend schulen und nicht zu kurz kommt. Viel Spaß, auf geht's! Das waren die polyrhythmischen Gruppierungen aus meinem Schlagzeuglehrbuch The Drum Book. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wer diese und viele, viele weitere Noten haben möchte, der bestelle gerne mein Buch. Der Bestelllink ist unten in der Beschreibung. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.